Na Leute, habt ihr wirklich gedacht, das war's mit dieser Zeit, mit dem alten Japan? Da habt ihr euch geschnittelt und so, ne? Ja, im letzten Part ist ja wieder einiges passiert. Wir mussten eigentlich Abschied nehmen von dieser Zeit. Und ja, wir sind zurückgekehrt zu unserer Gegenwart. Ich habe mich ein bisschen erkundet und es gibt ja etwas Neues jetzt. Diese Parallelsteine oder was das auch waren. Da habe ich jetzt doch ein paar gefunden und ich bin einfach zu neugierig. Deswegen nehme ich das hier jetzt. Vielleicht nehme ich ja mal schauen, wie lange das dauert mit den Parallelsteinen. Was da überhaupt passiert, keine Ahnung. Aber ich nehme das jetzt mal schon, bevor der nächste Part überhaupt hochkommt. Der kommt für mich morgen hoch. Nehme ich das jetzt schon auf, weil ich bin so neugierig. Also schauen wir mal, ne? Und es gibt auch immer wieder so welche Kicker-Kärtchen-Verkäufer-Dingsbums. Nur mal so zur Info. Also es lohnt sich sicher immer wieder mal zurückreisen und sowas zu den alten Orten. Und der erste Parallelstein, hat doch so geheißen, oder? Ist hier. Mal schauen, was hier überhaupt passiert. Eine seltsame Kraft geht von dem Parallelstein aus. Möchtest du dir den Stein genauer ansehen? Was heißt das jetzt? Kommt jetzt eine komplett neue Story? Oder ein Spiel gegen irgendeine Mannschaft? Das werden wir jetzt sehen. Naja, ihr wisst das wahrscheinlich schon, aber ich nicht. Also schauen wir mal. Im Inneren des Parallelsteins kannst du die Konturen einiger Personen ausmachen. Okay. Sie kommen dir immer bekannter vor. Ja. Ja. Faye, Arion. Was? Was? Was soll das? Ja, wir können... Achso. Dann können wir sie näher betrachten in den Anzug. Weil normalerweise... Mal schauen. Wo kann man das? Und das Spieleralbum vielleicht? Da kann man ja... Nehmen wir jetzt mal Gabi hier. Ansicht auf Y. Also im Raimon-Trikot. Kann man das bei Erwin? Das muss ich jetzt nachgucken. wo ist da? Da, Mal schauen. Okay, dann ist das hier zumindest dafür da, dass man... sie in diesen Anzügen sehen kann. Wirklich nur die Story-Spieler so gesehen, die hier waren, oder? Ja, das musst du nicht noch einmal wiederholen, Spiel. Mal schauen. Weil, okay. Es wäre auch wirklich schön gewesen, wenn man auch Nicht-Story-Spieler hier sehen könnte. Oder alle, die hier einen Anzug, einen neuen bekommen. Nicht nur jetzt da die Story-Spieler. Ja, ist zwar schön, dass man hier jetzt die 5-6 Spieler betrachten kann, aber wie gesagt, es wäre wirklich viel schöner gewesen, wenn man jetzt zum Beispiel die beide auch betrachten könnte. Nur mal so gesagt. war hier noch irgendwo was? Ich glaube schon, aber ich schneide jetzt bis dahin, also bis gleich. Nur mal so zur Info, das finde ich ja in Inazuma Eleven immer so schön. Es ist zwar jetzt hier in Go 2 nicht so extrem wie im ganz ersten Teil mit den NPCs, dass da immer wieder was Neues passiert. Obwohl es... Ich habe schon das Gefühl, dass im ersten Teil das vertiefter war. Aber hier könnt ihr euch noch erinnern, dieser Typi da, schon gut, lang zu, sie gehören dir. Letzten Endes hat er mich doch weich gekriegt. Hat sich ja immer beschwert, dass da ein Junge gestanden ist und... Ah, ich will auch Reiskuchen oder so. Und jetzt, vielen Dank, Herr Samurai. Ach, ich finde so kleine Details immer wieder schön. Und ich finde es auch schön, dass es auch hier im 5. Teil, ist es ja, immer noch so Details gibt. Nicht nur im 1. Teil. Das finde ich immer so richtig schön. Ja. So, da oben ist auch noch was. Habe ich mich doch genug. Mal schauen. Eine seltsame Kraft. Im Inneren kannst du einige Personen... Heißt es jetzt die
Story-Spieler, also die Story-Charaktere, nicht die Spieler von uns, sondern Katsu und so. Nee, Sky, Jade. Okay. Peter, die Mädchen, okay. Okay. Aber ich frage mich, ist das jetzt überall so, dass man hier die verschiedenen Outfits betrachten kann? Ich glaube, hier gibt es sonst nichts mehr zu erkunden. Deswegen, das mache ich jetzt mit euch, das muss ich gar nicht schneiden. Ja. Eine Zeit, wo ich noch etwas gesehen habe, war hier. Oder war noch irgendwo anders? Ich weiß jetzt gerade nicht mehr so genau. Aber hier war noch einer. Und hier war auch etwas, was mich voll verwundert hat, dass ich das noch nicht gecheckt habe, dass man das erkunden kann. Ich kann es euch auf der Karte zeigen. Japp, Einkaufsparkzentrum Dingsbums und den Park können wir auch hier schon betrachten. Das hat mich voll überrascht, als ich da... Das können wir jetzt eigentlich schauen. Wieder zurück, wo wir gerade waren. Ich bin einfach mal so... Jetzt gehe ich einfach mal nach links. Und dann ist das hier passiert. Und wieder diese Musik. Also, was heißt wieder? Ah, so schön. Aber es schaut hier eigentlich so aus wie in Go. Nur halt irgendwie noch nicht so weiterentwickelt. Hier ist ja dieser eine Laden. Nicht so wie im ersten Teil, weil so hat es im ersten Teil ja nicht ausgesehen. Was ein bisschen komisch ist. Eigentlich müsste das doch anders aussehen, wie im ersten Teil. Aber hier schaut es jetzt so aus wie in Go, halt 10 Jahre zuvor. Also nicht die ganze Stadt wurde so umgekrempelt, sondern... irgendwie ist das dann eine Parallelwelt überhaupt, ne? Weil... Ihr seht ja hier, da ist das Einkaufszentrum. Noch nicht fertig. Das sehen wir jetzt gleich. Ja, da. Das Einkaufszentrum war ja nie hier südlich, wollte ich schon sagen. Ja, es war ja rechts irgendwo von der Schule. Und nicht hier. Deswegen, das ist ein bisschen verwirrend, ne? Aber die schöne Musik wieder. Aber es hat auf jeden Fall was. Was sagst du? Diese Baustelle da drüben ist so unsäglich laut. Ich kann überhaupt nicht mehr schlafen. Hoffentlich sind die bald fertig. Ja. Seit wann können wir da hier? Irgendwie hat mich das so... Was ist los? Und warum gibt es hier da diese Inazuma-Zeichen auf dem Boden? Naja, mein Kumpel hat einen Homebound geschlagen. Der Ball ist im hohen Bogen aus der Schule geflogen, deswegen suche ich ihn jetzt. Hast du zufällig hier irgendwo ein Baseball weggesehen? Mann, mein Kumpel hat echt einen Schlag drauf. Tja, dein Problem, jetzt nicht meins. Ich möchte das alles erkunden. Die bauen ein Einkaufszentrum in Inazuma. Kannst du dir das vorstellen? Eigentlich vor 10 Jahren. Obwohl, das ist ja... nicht die Zeit, wo der erste Teil angefangen hat. Das war doch ein bisschen früher, wo Mark hier an die Schule ging. Das war doch ein bisschen früher. Aber nee. Nee, eigentlich müsste es dieses Einkaufszentrum im ersten Teil schon früher gegeben haben. Nicht in der Zwischenzeit da jetzt. Ich sag's jetzt nochmal so. Ich habe gerade einen Ball gefunden, so einen kleinen weißen. Was ist das? Ein Beyblade-Ball? Beyblade-Ball? Ach ja, richtig, ein Baseball. Ich glaube, der kam vom Schulgelände. Wem er wohl gehört? Passiert jetzt was, wenn wir den ansprechen? Hallo, mein Kumpel hat einen Homerun geschlagen. Okay, da kann man dann nichts mehr machen. Schade, kann ja so eine Quest sein. Und du? Hallo, Kinder, ich kann mich nicht entscheiden, was ich heute essen will. Nudeln sind immer gut, aber Reis wäre auch nicht schlecht. Die Suppe hier soll aber auch gut sein. Oder vielleicht doch lieber was Süßes. Ach, Kinder, jetzt habe ich meine ganze Mittagspause mit Überlegen verplempert. Ich muss zurück ins Büro. Qual der Wahl. Ja. Mann. Da entscheid dich halt. Da können wir leider auch nicht hin. Hast du Interesse an Technikanleitungen und so? Okay, Echojäger, D-Scan. Na. Ich wollte gerade rülpsen. Hat man vielleicht kurz gehört. Jetzt spielen wir endlich mal mit denen. Tagschein, Fußball. Na, wenn ihr wollt, bin ich gern dabei. Kann's losgehen? Ja, natürlich. Und wer seid ihr? Und wieder diese Mucke. Hallo ihr da,
An euch kann ich mich nicht erinnern. Naja, egal. Und hier haben wir unser neues Teammitglied, Goldie. Komm schon, du kannst wieder ein Tor schießen. Oder ich überlasse dir jetzt das. Hallo, ich habe auf Tor geklickt. Warum schießt du nicht? Auf welchem Level sind die überhaupt? Okay, doch ein bisschen niedriger, obwohl... Nee. Nee, es kann natürlich auch sein... Ah, und wieder der Hintergrund. Es kann natürlich auch sein, dass man das erst... Wow, Block sogar. Dass man das erst jetzt erkunden kann. Also vorher hätte man das nicht gekonnt. Schattenschlag habe ich dir lernen lassen. Komm schon, on. Und ja, das Mixi-Maxen habe ich mir auch schon ein bisschen angeguckt. Und einige kann man erst... Also man muss da, um das jetzt zu erklären, einen Spieler auswählen. Und dann wählt man halt... Ich glaube, das ist der Träger, wenn ich mich jetzt nicht irre. Es kann jetzt der Sender sein. Und dann wählt man einen anderen Spieler aus. Und so Mixi-Maxt man. Aber viele kann man erst nach der Story... Also nach der Hauptstory Mixi-Maxen. Oh je, Mini, da haben wir wohl einen Knick in der Optik. Einen Stein im Schüchchen. Ein Käfer in der Friese oder so. Und einige brauchen irgendein Level, um das zu können. Zum Beispiel Orn, glaube ich. Oder, ja, du warst das. Muss auf Level 25 sein oder sowas. Nur mal so zur Info. Oh, was ist denn da? Ein schnuckliches Kaffeelein. Warum können wir jetzt noch nicht zum Einkaufszentrum? Weil ich brauche ja ein Foto von einer winkenden schwarzen Katze, was anscheinend im Einkaufszentrum ist. Hier auf der Terrasse ist so schön sonnig es tun. Ich würde mich gern hinsetzen und ein Stück Küchen essen, aber ich habe den Küchen zu Hause vergessen. Wie konnte mir das nur passieren? Küchen. Dann stehle dir Kuchen von irgendjemand. Wuff, hast du Leckerlis? Was für ein lieber Junge, wo ist er denn, Hähnchen? Hähnchen, genau, hast du dich verlaufen? Der will ja nur fressen. Aber auch ein schönes Detail da hinten, ne? Besonders der Kram bewegt sich ja auch noch. Können wir da das betrachten, wie es arbeitet? Naja, aber zum Turm können wir auch mal hingehen. Das habe ich noch nicht gesehen. Da überall so Baustellen für den Go-Teil dann. Nicht so wie im ersten Teil, aber so wie im Go-Teil. Dann die Vorgänger, die Baustellen so. Ist auch schön, aber irgendwie wäre es irgendwie besser, den Ort vom ersten Teil zu haben. Aber keine Ahnung, ob das überhaupt möglich wäre. Oder ob, könnte auch ein bisschen zu viel Arbeit gewesen sein. Nee, ich frage mich, was aus dieser Baustelle mal werden soll. Weit sind sie ja noch nicht. Ich hoffe, sie bauen hier einen Baumarkt hin. Da würde ich jeden Tag einkaufen gehen. Was war da nochmal? Ich habe keine Ahnung. Opi, warum ist das Gelände abgesperrt? Wird hier was gebaut? Wo sind die Bagger? Opi, meinst du, sie bauen hier einen Zoo hin? Das wäre spitze. Opi, ich hab Durst. Opi! Ach man. Ja. Über diese Treppen kommt ihr zum Turm. Den Wahrzeichen von Inazuma. Das weiß ich auch. Dann schauen wir mal darauf. Und der Schmetterling war auch hier schon. Aber die Wand da oben schaut ein bisschen anders aus, wenn ich mich jetzt nicht irre. Oh, aber die Musik ist so schön. Und was sagst du? Ich wollte eigentlich hoch zum Turm. Meine Freundin sagte, die Aussicht sei traumhaft. Aber schon die Treppen hier unten sind so anstrengend. Ich mache erstmal eine Pause. Boah, bist du faul. Also, ja... Naja, es gibt steilere Treppen, auch wenn es ein bisschen steil hier ist, aber es gibt steilere und so viele Treppen waren das jetzt auch wieder nicht. Ich sag's jetzt nur mal. Neulich habe ich einen verletzten Vogel gefunden, also habe ich ihn aufgepäppelt, bis es ihm wieder besser ging. Gerade eben habe ich ihn freigelassen und was soll ich sagen, er fliegt wie eine Eins. Ich bin wirklich froh, dass es ihm besser geht. Ein Herz für Vögel. Vogel. Irgendwie hätte ich mir gedacht, du sagst dann was mit... Oh, es war wie mein eigenes Kind, ich vermisse ihn. Ich werde den kleinen Kerl schon vermissen. Okay, ich kann Zeit lesen, ja, Zeit lesen. Aber ich weiß jetzt, dass er da alleine klarkommt, darüber bin ich schon froh. Ach ja, das ist schön. Ich liebe es, immer neue Orte zu erkunden oder... Ja, das ist jetzt nicht im Prinzip was Neues. Aber immer was Neues.
In Inazuma hat man's nie weit zu einem Park. Das mag ich wirklich an dieser Stadt. Okay. Dir ist der Weg anscheinend nicht zu lang. Und was ist hier? Ein Power-Riegel. Ah, die Schöne. Die Schöne ist so Musik, ne? Die Musik ist so schön, das wollte ich sagen. Ah, und sogar die alte Musik hier von Turm. Ah, das ist so richtig schön. Hallo. Wenn ich mal auf einen anderen Gedanken kommen will, gehe ich hier hoch zum Turm. Hilft immer. Ah, das ist so schön. Ich freue mich, wenn ich das Spiel dann abschließe und dann hoffentlich ist dann diese Option wieder da mit dem Musik anhören. Ich glaube schon, hoffentlich. Und dann kann ich mir die ganze Musik anhören. Drodro, Reifen, das ist mein Nest. Dein Nest. Oh, und hier kann man trainieren. Sicher Annahme, oder? Schusskraft, okay. Weil Annahme, weil Mark hier down trainiert hat. Dann schauen wir mal, wie das aussieht. Wer hat Schusskraft? Du, komm schon, Gary. Zeig, was du drauf hast mit deiner Schusskraft. Okay. Boy. Yeah, gut gemacht. Schusskraft Punkt 5, Punkte 5 und so. Meine Freunde klettern abends immer auf den Turm, um den Sonnenuntergang zu genießen. Das muss wunderschön sein. Ich habe Höhenangst, deswegen warte ich hier. Och Mann, du tust mir leid. Das ist sicher eine geile Aussicht da oben, aber das schauen wir uns zum Schluss an. Ne? Du da, jeden Morgen höre ich mir die Wettervorhersage an. Heute ist es sonnig, wie es vorher gesagt. Neulich gab es an einem einzigen Tag Regen, Sonnenschein und später sogar Hagel. Das war wirklich ein verrücktes Wetter. Ein Aprilwetter, ne? Aber ich hatte ja vorgesorgt und die richtigen Klamotten dabei. Tja, es lohnt sich, immer informiert zu sein. Wettervorhersage. Ja, oder man bleibt immer zu Hause. Ein anderer Hund. Ah, die Musik ist so schön. Keine Angst, mein Junge. Der Schmetterling tut dir nichts. Der böse Schmetterling. Er killt dich und sucht deine Freunde aus und stopft sie nieder. Ja, stopft sie nieder. Ah, die Musik ist so schön. Aber hier gibt's immer noch Moos. Kann man hier zweimal rein, wenn man den passenden Schlüssel hat? Also jetzt und dann in Erwins Gegenwart. Aber hier gibt's einen Gegner gleich, ne? Guck mal, was ich da für einen harten Schuss drauf habe tun. Ha! Hahaha, wo ging der denn hin? Ja. Oh, da war was. Ja. Manchmal sind die wirklich Glücks Ultra Plus. Wirklich fies versteckt. Einmal war es wirklich hinter so einem Gebäude, wo man die Kamera nicht so hindrehen kann. Hier hat man ja ein bisschen gesehen da unten, aber beim Gebäude überhaupt nichts. Da musste man so weiter gehen. Oh, da geht's nicht mehr weiter. Klicks und dann war da eine Truhe. Schauen wir uns da den Turm an. Wollte ich sagen, aber wir können leider nicht drauf. Warum denn? Oh, die Musik ist so schön. Und schauen wir mal. Lala, diese tiefe Ruhe. Diese melodiöse Stille. Aber ihr wollt sicher Fußball spielen und Krach machen, oder? Warum spielst du da mit uns? Ah, und wieder die Musik, das ist so schön. Na, wie geht's denn euch so? Noggin. Aber wir schießen gleich ein Tor. Wer doch gelacht, ne? Oder du schießt jetzt einfach mal drauf. Hast jetzt eh Schusskraft dazu bekommen. Komm schon, Gary. Mach die Gurgel rein. Mit Flugfischfinale. Ah, so schön. Ich genieße das. Ah. Ich bin ja normalerweise ein geduldiger Mensch. Und kann warten. Aber hier beim Erkunden, offscreen beim Erkunden, habe ich so richtig Bock gehabt. Und deswegen habe ich mir gedacht, jetzt gehe ich einfach mal ein Tag zuvor hin und nehm das auf. Das war wohl nichts. Aber zu Hause, da spiele ich viel besser. In einem Heimspiel hättet ihr keine Chance gegen mich. Warum redest du von mir? Und nicht von... Waren wir da oben schon? Vom Team? Das war dein Fehler, ne? Dann schauen wir mal die Raimon. Weil ich glaube, mehr gibt es hier nicht zu erkunden. Naja, hier gibt es so einen Stein, wenn ich mich nicht irre. Da weiß ich jetzt nicht mehr wo. Irgendwo war da was. Ja. Da unten, glaube ich, irgendwo. Ne? Oder da habe ich mich eigentlich noch nie umgesehen, da drinnen. Vielleicht gibt es hier auch noch was. Nö. Aber da unten war was. Und das schauen wir uns mal an. Weil was
Wir sind hier angezogen wie in Eorians Gegenwart, also kann es eigentlich nicht so sein, nee, mit nur Kontur und Aussehen betrachten. Mal schauen. Eine seltsame Kraft. Mal schauen. Im Inneren Konturen einiger Personen ausmachen. Oh, ja, musst du das immer wieder sagen. Würde es mich doch interessieren. Ach so. Nur diese da. Okay. Dann, wie es aussieht. Hallo, Mark. Hi. Kannst du nicht irgendwas machen? Nee, keine Pose machen. Also nur betrachten. Ich kann mir vorstellen, dann in Zukunft, oder in der Vergangenheit beim Zeitreisen dann, dass es dann anders aussieht. Also, dass es nicht anders sein wird, sondern dass man die Aussehen von deren Zeiten sehen kann und sowas. Okay. Ich hätte mir doch etwas mehr erhofft. Aber naja, kann man nichts machen. Aber ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's. Irgendwie ist mir das jetzt zu doof, bis morgen zu warten und dann den zweiten Teil dieser Folge aufzunehmen. Deswegen mache ich das jetzt einfach, ne? Jetzt gehen wir einfach mit der Story weiter. Wie gesagt, das ist mir ein bisschen zu doof jetzt. Da ist Mixi Maxen und so. Das hätte ich euch jetzt zeigen können. Sonst war nix. Nee, vielleicht da, weil da habe ich mich nicht umgesehen. Aber, obwohl, war da was? Ich glaube nicht. Nee, vielleicht die Robos. Hallo, mehr hast du nicht zu sagen. So, jetzt können wir da eh ansehen. Da wähle ein Spieler als Miximax-Empfänger aus. Sagen wir jetzt einfach mal Gary. Und hier sieht man eh eindeutig, wen man hernehmen kann. Was ich richtig geil finde, dass man wirklich alle irgendwie so Miximaxen kann. Hier habe ich auch ein paar Spieler schon angeworben. Von der Sengoku-Zeit, ne? Aber mit Orn kannst du noch nicht. Steht das irgendwo? Irgendwo steht das dann. Du kannst da erst ab dem Level Dingsbums. Oder hier? Nee, da kann man jetzt. So. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Jetzt habt ihr gesehen, wie das aussieht. Und jetzt müssen wir in den Indat-Stadion. Und voll angeben jetzt mit Nobunaga Miximax Dingsbums, wie es aussieht. Ja, so sieht's aus. Ah, so schön. So schön. Eigentlich wollte ich noch die ganze Tour da machen, aber irgendwie habe ich keinen Bock drauf gehabt. Naja, ich wollte erkunden und dann wollte ich das im Let's Play dann erkunden. So sieht's aus. Aber mal schauen. Ich muss jetzt mal. Ja, wieder die geile Mucke. Ach. Miximorph Nobunaga. Ja, ist zwar cool und so, aber musst du jetzt so angeben damit? Wir haben nicht wirklich die Zeit dazu. Okay, dann lassen wir ihn angeben. Vielleicht kriegt dann einer so, oh, ich möchte auch unbedingt einer so werden und das hilft uns dann irgendwie. Boah, ich bin sprachlos. Oder Nobunaga, damit lässt sich arbeiten. Das haut mich ja echt um, Reggie. Man könnte fast meinen, dass wir damit eine Chance gegen Eldorado haben. Fast. Wir sollten nicht übermütig werden. Es liegt noch ein weiter Weg vor uns. Wir müssen härter trainieren als je zuvor und so jemals zuvor. Weil meine Vermutung, wer jetzt als nächstes drankommt, ist irgendwie Gabi. Keine Ahnung warum. Aber mal schauen. Wenn du jetzt was zu sagen hast, vielleicht kommst du ja wirklich dran. Oh. Hä? Ich brauche wohl nicht zu fragen, ob ihr alle gerade quietschfiedel seid. Bereit für die nächste Herausforderung? Der Stein redet. Stimmt ja, zur 11. Äonen fehlen noch ein paar. Überflieger machen keine Verschnaufspause. Der Gesichtsausdruck gerade. Oh. Also dann, hier kommt das nächste Ziel. Die zweite Macht ist eine charismatische Verteidigerin. Eine Sie. Vielleicht wird's doch nicht Gabi, oder kann doch sein, weil Gabi ist ja so. Schaut aus wie eine Frau, aber ist ein Eher. Es wäre irgendwie merkwürdig. Die
die Tapferkeit im Team zu einem unüberwindlichen Wall entstehen lässt. Hm? Tja, und sonst so? Wie und sonst so? Na, wen suchen wir? Kannst du uns vielleicht einen kleinen Tipp geben? Ach so, natürlich. Nun denn, wollen wir mal sehen. Eine charismatische Verteidigerin, die die Tapferkeit im Team zu einem unüberwindlichen Wall... Ja. Ganz so jemand wie... Johanna von oder... Jo, nein, sag mir, Frankreich, nein, Französisch, Jean d'Arc, Mann, wie man sie in Frankreich nennt. Johanna von Bla heißt doch Französisch, stimmt, diese Jean ist dafür bekannt, ihre Heere zu großen Siegen geführt zu haben. Dazu braucht man eine Menge Charisma. Sie hatte angeblich auch himmlische Visionen, die sie zum Sieg geführt hat und so. Eine Frau als Kämpferin, das finde ich toll. Aber das ist das Problem. Wenn sie eine Frau ist, wer kann damit ihr Miximaxen? Eierkuchen! Eierkuchen! Ihr sucht ein Mädchen? Hier bin ich. Na, ganz schön tapfer, eure Freundin. Na, dann ist die Mission ja in besten Händen. Moment mal, können wir das wirklich einfach so schnell bestimmen? Ich meine, bei Ricardo gab es ja auch Schwierigkeiten und so. Klar können wir, mit Eierkuchen geht's immer. Mir macht das überhaupt nicht, gar nichts und so aus. Tue ich gern. Ja, aber so trauen tue ich dir auch noch nicht. Ich sag's dir, weil, ja, vielleicht bist du ja von Eldorado. Obwohl, wir haben ja so eine Cutscene gesehen, also nicht von Eldorado. Aber vielleicht von jemand anderes. Naja, du bist jetzt einfach mal ein Partner. Das habe ich eigentlich nicht gemeint. Was? Jetzt habe ich mich wieder vertieft in was anderes. Oh, der kommt über was über jeder über. Hey, ich habe ein Artefakt für euch. War der am Turm? Ja, Axel war fleißig und war nicht faul, ne? Moment mal, ein Artefakt? Sie haben Trainer Blaze schon danach gefragt, Herr Evans? Wie hat er das nur hinbekommen? Trainer Blaze ist einer der wenigen, der in alles eingeweiht ist. Da schien es nur konsequent, ihn zu fragen. Ihr sollt besser zum Turm. Alles klar. Okay. Okay. Dann holen wir uns das ab und lesen uns das durch. Fröhlich, fröhlich, fröhlich. Der Club-Dingsbums. Oh mein Gott, wieder neues Trainerschab und diese Brille. Also, wenn ich es mir so überlege... Ich habe noch nie ohne die Brille gesehen. Ich weiß gar nicht, wie er ohne ausschaut. Das war keiner. Zumindest keiner, der noch am Leben ist. Meinst du, dass das jetzt ernst ist, Eito? Ach ja, jetzt melden sie sich auch zu Wort. Hallo, Jen, ich hab dich vermisst. Und Eito auf. Schlüsselanhänger gefunden. Hat irgendwer einen Schlüsselanhänger mit Axel Blaze drauf verloren? Es gibt einen Axel Blaze Schlüsselanhänger? Axel Blaze von früher? Zu seiner Schulzeit? Mit dem Trikot von Inazuma Japan? Mann, so weit bin ich noch nicht. Ja, sieht so aus. Kriegen wir jetzt einen Sticker? Nein, der ist nicht mir. Was? Der ist nicht mir. Aber ich hätte so einen trotzdem gerne. Geburtstagswunsch. JP hat bald mal Geburtstag. Urlaubspower. Letztens bin ich gegen den Wind geradelt. Geradelt? Oh, das war echt spitze. Voll der Orkan. Nicht schlecht. Wo ging es denn hin? Rauf. Auf Almighty Faith. Oh, du bist ja verrückt. Boah, du bist den ganzen Berg hochgeradelt. Ja, die Almighty Faith. Wer kann sich daran nicht erinnern? Aber das war so wunderschön, die Aussicht. Ne? Wie stellt man bei den Alarmen bei neuen Nachrichten ab? Bla. Ich habe ein Artefakt für euch am Turm. Sind gleich da. Okay. Dann schauen wir mal gleich zum Turm. Was hat Axel Blaze für uns parat? Ah, wieder so schön. Wieder so schön, die Mucke. Hallo, was geht denn? Trainer Blaze, da sind Sie ja. Danke, dass ihr gekommen seid. Aber warum kommt ihr vom Turm? Wart ihr gerade nicht in der Reimann? Ah, naja.
an der Reimann scheinen alle wieder zu ihrer Fußballseele zurückgefunden zu haben und so. Ja, das stimmt, aber Trainer Evans, sie haben ihn... Ja, ich weiß, und sie geben noch nicht auf. Nach dem, was man hört, versuchen sie weiter, den Fußball aus der Geschichte auszuradieren. Nach dem Teilerfolg des Fußballverbots haben sie es nun auf Spieler abgesehen, die trotz allem weiter trainieren. Ist das etwa, sie haben noch mehr Tricks auf Lager? Abwegig erscheint es mir keineswegs. Wenn wir sie nicht aufhalten, bricht die ganze Zeitlinie auseinander. Wir müssen uns beeilen. Apropos beeilen. Wir sind nicht wegen der guten Luft hier. Was ist, Blaze? Hast du was Schönes für die Kinder dabei? In der Tat. Bitteschön, das ist der Helm von... Der Helm der Tapferkeit. Oh. Der Helm der Tapferkeit. Boah. Das ist der echte Helm, den... Wie spricht man das aus? Jean. Jean. Ich sage Jean. Obwohl das eher männlich klingt. Den Jean auf ihren echten Kopf getragen hat. Echt? Ricardo, den musst du mal anprobieren. Das steht dir bestimmt klasse. Damit siehst du aus wie ein Punaga. Nein, danke, Erwin. Ich verzichte. Okay. Schaut aber ein bisschen eng aus. Ist das, Gabi? Wenn du nicht fragst, darfst du ihn bestimmt mal aufsetzen. Ach ja, Eitor, nein, nein, alles gut. Ernsthaft jetzt, Mann, beschäftigt dich etwas. Geht es um Ricky? Ach Quatsch, der ist mir sowas von egal. Was? Warum sowas von egal? Den anderen hier kannst du vielleicht was vormachen, aber mir den coolen Vorspielen kaufe ich dir nicht mal ab. Was soll das, Eitor? Ich hab dir schon gesagt, es ist nichts. Ist schon in Ordnung, du bist auf Ricky neidisch. Habe ich recht? Neidisch? Bestimmt nicht. Sag mir bitte nicht, es ist jetzt wirklich Gabi dann, der Auserwählte. Für die Frau. Please, Spiel. Offensichtlicher kann man das nicht machen mit. Wir haben ihn jetzt absichtlich so designt wie eine Frau. Aber klar doch, erst der Kampfgeist, dann das Miximaxen. Jetzt noch die Kampfgeistrüstung, wenn das keine Gründer sind. Deswegen sage ich's ja, du bist neidisch. Du läufst schon richtig grün an, mein Freund. Stimmt gar nicht. Halt dich da raus. Sprich nie wieder über Neid mit mir. Ja, ja, ja. Tja, vielleicht bekommt er jetzt auch endlich mal seinen Kampfgeist. Protokoll Omega 3.0 Upgrade. Aha. Ach man. Und wieder welche verschwunden. Ach man. Chiefkommandant Argos, Sir. Was? Mein Team wird die Aufklärung übernehmen. Wir scouten die wahre Stärke des Feindes aus. Wir verlassen euren Erfolg und so. Ich bin doof. Deine Kraft soll die von Peter sogar übertreffen. Der Fußballclub der Reimann muss ein für alle Mal ausgemerzt werden. Habe ich dein Wort? Was? Es steht jetzt gar nicht fest, dass der jetzt um einiges besser ist als Peter. Dann kann er uns eigentlich nichts anhaben. Sie haben mein Wort als Commander, Sir. So Schleim. Wir werden nicht nur die Intel beschaffen, wir heben ihr Team endgültig aus. Deine Selbstsicherheit ist charmant, aber die Gegner sind nicht zu unterschätzen. Es wäre Schande, wenn du wie Peter endest, nicht wahr? Commander Peter, stimmt es, dass der Rat sie und ihr Squad in die Kontraanstalt transferiert hat? Oh ja, ganz recht. In der Konditionierungs- und Trainingsanstalt wird sie Zeit haben, an ihren Führungsqualitäten zu arbeiten. Die Kondige-Contra. Dankeschön, dass du mir das jetzt auch sagst, Spiel. Ist jetzt überlebenswichtig. Im Volksmund auch Kontraanstalt genannt. Tja, tja, Peter. Wird dort einen harten Weg der Umerziehung durchwandern. Watcher, Sir. Es ist ärgerlich, dass einer Eldorado Angentin, genau, ich kann nicht mehr lesen bei denen, die sind mir zu doof, auf Peters Rang ein solcher Breakdown geschehen ist. Konnte oder so.
Wobei ich sie nie als einen First-Class-Commander eingestuft hätte, Sir. Lass uns solcherlei Dinge ein anderes Mal besprechen, Gamma. Mach dich auf den Weg, zerstöre Raibon. Confiam, beginne Mission, Sir. Irgendwie sind die mir zu doof. Die verdienen nicht gescheit vorher zu releasen und sowas. Natürlich nicht, aber irgendwie sind mir die zu doof und deswegen, ja. Ratsvorsitzender Argos, wir haben ein Problem. Ein Ausbruch, ein Gefangener des Hochsicherheitstrakts ist aus der Kontraanstalt entkommen. Wie bitte? Oho, das also führt Eldorado im Schilde. Geil. Aber irgendwie am Morgen darauf, okay. Irgendwie ist da der Boss, der Gegner in diesem Spiel, in dieser Story, ist irgendwie sowas von blöd. Aber wirklich, irgendwie, warum? Denen passiert dauernd so welche Fehler. Die sind eigentlich schuld, dass Alpha und Beta, dass die nicht das geschafft haben, ne? Weil das war eigentlich der eigentliche Trainer. Dann habe ich gerade ein Dingsbums. ein Déjà-vu. Jetzt einfach so random. Ich musste jetzt an das Spiel da in da Nobunaga gegen Imagawa, dieses Spiel, was wir da gehabt haben, musste ich jetzt denken und sehe da jetzt Aito vor mir. Das kommt mir irgendwie bekannt vor gerade. Naja, aber was ich sagen wollte ist, dann passiert denen so ein Ausbruch, was eigentlich nicht passieren darf. Aber trotzdem bestrafen sie Beta und Alpha. Da, irgendwie kann ich die nicht ernst nehmen, weil, naja, das ist eigentlich nichts Schlechtes, weil wenn die ihre eigenen Fehler nicht einsehen, dann sind die dann letzten Endes kein gescheiter Gegner. Sage ich jetzt einmal so. Und dann steht es eigentlich schon fest, dass wir den Fußball befreien können. Ich sag's jetzt nur mal so, ne? Puh. So fühlen sich also Frühaufsteher an. Ist das sonst gar keiner und so. Das bringt doch gar nichts. Ich werde nie. Ricky hat sich der Aura von Nobunaga würdig erwiesen. Aber ich werde nie so einer wie er. Was soll ich bloß machen? Guten Morgen, Alter. Du bist ja früh wach. Salut. Wolltest du auch mal den frühen Fußballwurm fangen? mein Wagen. Leute, es tut so weh. Ach du meine Güte, Alter, was ist denn? Musst du auf in die Krankenstation? Nein, lasst mich nur. Es ist bloß. Mir wird ganz schwarz vor Augen. Sublabär. Keine Widerrede, Aitor. Wir bringen dich zur Krankenschwester, ob du willst oder nicht. Ach ja, Aitor, du bist ein guter Freund, ne? Dafür bist du mir was schuldig. Grazia. Nicht Grazia, Garcia. Ach ja. Nach Schluss. Genau, nicht nach Schulschluss, sondern Schluss. Alle da, Süber! Dann installieren wir mal das Artefakt und besuchen Jadier. Ich kann das nicht aussprechen. Jean. Keine Ahnung. Dann würde ich sagen, was ist denn heute überhaupt? Da muss ich jetzt mal nachsehen, weil sonst ist wieder Überlänge. Das ist Samstag heute. Also kann's getrost so bleiben mit der Länge.
Hab mir schon Sorgen gemacht. Alter, so Neustempel. Handtuch gesucht. Was ist denn los? Ich habe überall gesucht, spurlos verschwunden. Ob wir nochmal den Zeitbus auf den Kopf stellen sollen? Das bringt wohl nichts. Wunderberg geht jeden Tag mit den Flusenroller über die Teppiche. Er hätte uns längst... Hey, hier, ich habe ein Handtuch gefunden. Moment, hier ist ein Namensschild. Rosie Red. Oh. Was ist los mit Vectors Handtuch? Urlaubspower. Das geht doch Kilometer lang nur nach oben. Sind dir die Beine da nicht abgefallen, Ryoma? Sport ist Mord. Blödfug. Nach einem Tee ging's mir wieder besser. Bestes Beintraining aller Zeiten. Das sagst du jedes Mal. Ja, Ryoma. Du Spasti. Neue Stempel. Das hier ist für Victor, weil... Was ist das? Weil er das Stürmer-Duell verloren hat. Oh Mann, ich finde das so süß. Der arme Victor. Mir doch egal, was ihr macht. Oh Mann, so süß. So süß, seht euch das mal an. Oh Mann, ich liebe es. Gibt's noch was? Gibt's hier noch was? Ja, Schlüsselanhänger gefunden. Wer ist denn von uns der größte Fan von Inazuma Japan? Ich nicht, sag ich mal. Hätte auch keiner behauptet, Kaiser, du Kaiser. Also, wenn ihn keiner will... Okay, passt schon. JP, mach nicht so Geräusche. Aber ich würde sagen, ja, wir machen uns dann im nächsten Part dahin, vielleicht. Nee. Weil vielleicht möchte ich ja offscreen Zeit reisen. Also werden wir mal noch hinreisen und dann mache ich Schluss. Installation abgeschlossen. Kurs auf La France. Das wird ja was mit dem Vorlesen. Ja. Ich weiß nicht, wie sagt man das? Oder doch nicht? Okay, dann doch nicht. Aber das können wir mal schauen. Frankreich, der 100-jährige Krieg. In dieser historischen Epoche stand... Ich kann das nicht aussprechen. Jean, der... Jean, Jean, Jean. Keine Ahnung, das sagt man sicher nicht der... Ihrem Land im Krieg gegen England bei. Naja, aber da schauen wir uns dann im nächsten Part um. Ich kann jetzt auch Zeit reisen, was mich freut. Oder... Schauen wir mal. Nicht, dass jetzt jemand sagt, hey, nee, das geht nicht. Okay, es geht. Also Leute, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und dann geht es in Frankreich zur Sache, ne? Tschüss. Macht's gut.